Wurst- und Fleischwaren in einer Qualität, wie man sie im gesamten Landkreis Harburg nur selten findet. Das bietet die Landschlachterei Ewald Albers in Eggestorf. Bereits in der vierten Generation produziert der angesehene Traditionsbetrieb unter anderem leckere Schinken, deftige Würste und Konservenspezialitäten aus eigener Schlachtung, die man bereits in der Deutschen Botschaft in Moskau genossen hat. Die Rezepte für die Köstlichkeiten sind alte Familiengeheimnisse und das ist gut so. Ewald Albers legt sehr großen Wert darauf, dass die Tiere von Höfen kommen, auf denen sie artgerecht gehalten werden. Da gibt's keine Kompromisse. Die Schlachtung selbst wird hier dann mit größtmöglicher Sorgfalt und so stressfrei wie möglich durchgeführt. Machen Sie es wie anno dazumal Heinz Rühmann und die Opernsängerin Anneliese Rothenberger sowie zahlreiche Gastronomiebetriebe heute und vertrauen Sie bei Fleisch- und Wurstwaren auf die Landschlachterei Ewald Albers.